Nach hochrangigen Politikern wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius sind nun auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Rolf Mützenich in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Die beiden seien am frühen Morgen des 6. März mit einem Sonderzug in der Krisenregion angekommen. Im Laufe des Tages wollen sie Gespräche mit Vertretern der ukrainischen Regierung und des Parlaments führen, berichtet Tagesschau.de. Das genaue Programm wurde aus Sicherheitsgründen zunächst nicht bekannt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine war die SPD für ihre Russlandpolitik in die Kritik geraten. Der Partei wurde vorgeworfen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin lange falsch eingeschätzt und zu stark auf den Ausbau der Kooperation mit dem Land gesetzt zu haben. Klingbeil und Mützenich hatten ihre Fehleinschätzung in der Folge bereits offen eingeräumt.